Ein herzliches Willkommen. Ja, jetzt geht's auch langsam los. Nur noch so zwei, drei kleine Einstellungen und dann geht's dann los mit World of Tanks. Ja, für den heutigen Spielablauf ist jetzt geplant, erstmal World of Tanks eine Runde. Danach werden wir mal gemeinschaftlich dann reinschauen in Hearthstone. Ich werde meinen ersten Schritt in Hearthstone versuchen. Yes! Es wird bestimmt lustig. Ich habe nicht von dem Spiel gar keine Ahnung. Und der gemütliche Abschluss wird dann sein für die Körbelfreunde, wie ich es auch schon bei Facebook und bei Twitch angekündigt habe. Richtig schön Körbels. Wird es heute etwas länger sein, weil beim letzten Mal ist es ja etwas kurz gekommen. So. Irgendwie verbindet er heute bei World of Tanks bei mir super schlecht. So. Schnell nochmal eine kleine Einstellung und dann kriegt ihr auch das Bild dazu. So. Gut. Tada! Und da ist auch schon das Bild. So, da werde ich das Ganze nochmal das Mikro mal kurz die Akustik nochmal im Teamspeak lautstellen. Sound resumed. Ja, und da begrüßen wir auch einmal den Störti. Huhu. Störti. Gerade nicht da. Ja, das ist schön. Ich gebe euch nochmal ganz kurz das Bild. Ich will mal kurz das nachgucken, bevor ich jetzt hier. Ich habe nämlich vergessen, alles einzuschalten. So, okay. Störti, falls du mir im Stream nur zuschaust, du hast ein Mikrofon raus. Ja, wie ihr seht, ich habe diverse Panzer schon hier in dem Spiel schon freigeschaltet. Nur ich habe nämlich noch keine Ahnung, welche ich jetzt erstes nehme. So, weil es schon so lange her, dass ich auch das Spiel hier gespielt habe. Muss ich sagen. Deswegen gucke ich jetzt erstmal kurz in den Forschungsbereich rein. Damit ich weiß, mal, mit welchem ich wo bin, damit ich mir wieder so eine ganz, ganz kleine Übersicht noch habe. So, die Grille könnte man uns später holen. Und also muss man den Panzersturmwagen irgendwas B. So, gut. Dann werden wir den jetzt nochmal nehmen. Direkt zum Anfang. Werden wir jetzt so direkt loslegen, dann erstmal mit Arti. Und die Arti wäre der da. Ich hoffe es mal. Ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen wähle. Wir werden es sehen. So, sorry, da bin ich. Sorry. Macht ja nichts. Ein Willkommen. Ja, meine Mutter hatte gerade angerufen, mir etwas Wichtiges mitgeteilt. Deswegen konnte ich so schlecht wegsagen. Ist doch überhaupt kein Problem. Ich hab das erste Match jetzt schon mal gestartet. Ah, okay. Na, nächste Runde. Vielleicht, ich muss warten. Ja. Ja, das geht bei mir ja schnell, ne? Also. Ja. Du wusstest ja auch nicht, wie lange ich jetzt genau. Mehr tot bin hier. Und ich möchte die Leute auch nicht alle zu lange warten lassen. Nein, um Gottes Willen, ist ja auch richtig so. So, dann. Ich werde mich jetzt gleich mal üben im Bereich Arti. Das wird noch sehr, sehr interessant, das Ganze. Was für eine Stufe? Arti ist Stufe 5, 4, 4. 4, also die Hummel. Deutsche Seite spielt eigentlich hauptsächlich, ne? Primär Deutsch, ja. Weil, nee, dann, nicht, ist, dann ist das die Hummel. Panier, das ist nicht die Hummel. Die Hummel ist für Fünfer. Mittlerweile. Früher war mal die Vierer, die Hummel, die wurde ja hochgeschraubt zur Fünfer. Ach, nee, die Hummel ist die Sechs. Sorry, Sechs ist sie. Sechs sogar. Ja, früher war es immer früher da. Da haben sie aber jetzt noch einen noch mit dabei geschoben und so weiter. Dafür geht's aber dann bis Level 10 jetzt auch bei den Artis. Genau. Ja. Gut. Du sagtest die Vierer, dann war da ist der das. Panzer 4B. Ich habe aber auch hier die beschissenste Karte wieder für eine Arti. Ja, da hast du wohl recht. Ja, komm. Zielen. Das
probieren wir mal. Probeschuss. Der mal voll daneben ging. Jetzt ist er nicht mehr aufgedeckt. Aber hier unten geht's weiter. Kurzer Hinweis für dich. Dein Livestream leckt. Er leckt. Ja, Standbilder. Ja, gut zu wissen. Da werde ich immer kurz die Qualität ein bisschen runterdrehen. Ups, da gehen wir mal auf. So, ich hoffe, es wird's besser. Schießt sich überhaupt was ab? Kommt hier überhaupt was an? So, ich probier's nochmal. Nein, jetzt dreht er. Nein, das war ein Volltreffer, wäre das gewesen. Na, ich weiß, wo du bist. Alle schießen, keiner trifft. Wie cool ist das denn? So. Hier unten haben wir wieder... Ach, das ist er hier immer noch. Ah, warten, bis er rangezoomt hat, ob es diese... Oh. Der ist jetzt... Auf so einen Millimeter ist er jetzt hier stehen geblieben. Das gibt's doch gar nicht. Ah, drippt. Da ist er. Kriegen wir den, aber den kriege ich aber auch gar nicht rein jetzt hier. Die haben sich aber auch alle hier sehr gut hingestellt. Das muss man denen ja schon mal lassen. Schöne Deckung. Ach komm. Bam! Den haben wir. Der ist schon mal schön weggeflogen. Aber glaubt man nicht, dass wir dann den hier rankommen. Okay, jetzt hat er sich sowieso erledigt. Ich gucke mal kurz den hier hinten. Da kommen wir gar nicht ran. Aber da kommt einer. Wo wir den mal versuchen könnten. Weil die Art ist auch nicht dafür bekannt, dass sie mit jedem Schuss auch genau trifft. Hm. Mist. Bleib stehen. Mist, jetzt habe ich hier zwei in der Reichweite. Und an keinen von den beiden komme ich ran. Und der eine wird mich definitiv gleich wegholen hier. So, ich muss mich mal kurz hier verpissen, ganz dezent. Ist schon zu spät, scheiße. Na, ich hab auf die falsche Taste gedrückt. Das gibt's doch nicht. Aber ich hoffe mal, soundtechnisch ist der Stream soweit in Ordnung für die Einstellung. Ja, ja, ja. Das ist schon mal gut. Kann jetzt aber auch sein, dass bei mir das ein bisschen leck, weil ich ja World of Tech im Hintergrund noch am Laufen habe. Ja. Also wie gesagt, laut meinem Datenbericht hier, also ich habe Datenübertragung passt, offene Frames habe ich 0. So, dann verlasse ich das Gefecht, dann nehmen wir mal das nächste. Dann kann ich ja mit dir zusammenfahren. Richtig, da musst du mich nur einladen. Ja, das kriegen wir doch schon hin. Wo habe ich dich denn? Wahrscheinlich noch gar nicht. Störti. Mit OE. Spieler in der Liste finden. Wie nehme ich denn einen neuen? Also einfach bei Kontakte. Mit Ivas am Schluss, ne? Links. Genau. Ganz normal ohne Sonderzeichen hinter, ne? Aber du bist offline anscheinend. Richtig. Nee.
Microphone muted. Microphone da, activated. Hab ich angeschrieben. Ja. Bist du das ja, ne? Ja. Sehr gut. Freundesliste hinzugefügt. Und annehmen. So, gut. Da haben wir uns in Hinsicht auch mal ausgetauscht. Dann lade ich dich jetzt einfach mal ein. Genau. Zug erstellen. Tut tut. Und angenommen. So, dann sag mir, was du im Spiel möchtest. Ja, war das in dem Zug überhaupt richtig? Ja, ne? Ja, ja. Ja, weil schon so lange her ist, das Ganze. Ja, mir egal. Was ist für dich denn am liebsten? Welche Klasse? Du, ich habe... Ich kann im Prinzip alles bis zur Klasse 7. Klasse 8. Alles bis auf Klasse 8. Dann würde ich sagen, ich nehme mal... Bis hin zur Klasse 8. Bis hin zur Klasse 8. Dann würde ich sagen... Ja. Nehme ich den 7er. Den 7er. Nehme ich denn da mal schönes... Moment, nehmen wir den T29. Teaser. Ja, deutscher Panzer eben, ne? Ja. Ja, aber sehen, was ich mit dem jetzt treffe, wahrscheinlich gar nichts, so wie ich mich kenne. Ja, ist auch immer abhängig von, wie die Gruppe ist, die du hast, ne? Das bringt ja nichts, dass... Ah, die Karte mag ich gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich muss echt passen, weil das schon, wie gesagt, so lange her ist, dass ich jetzt zuletzt World of Tanks gespielt habe. Du stehst rechts von mir. Ja. Das ist gut. Wir müssen ja verteidigen hier nur, ne? Ja, ja. Ah, ja. Ja, wollen wir mal schauen, wie es wird. Was ist das, was bist du denn für einer? Deine Richtung. Ah. Ich komme dir jetzt gerade entgegen, da. Das hat sich schon ganz schön gemacht, das Spiel. Das muss man ja schon mal sagen. Ja. Ich würde sagen, bleiben wir auch zusammen dann so ein bisschen. Ich drehe mich mal. Ich komme mal in eine andere Richtung. Ich verstecke mich hier hinter dem Felsen. Weil da kommt die gegnerische Arti so schlecht hin. Wenn sie mal eine hat. Ja, sie haben eine. Da wird schon geballert. Jo, den einen habe ich schon verletzt, den Gegner. Und ich hab den nicht gesehen, das gibt's auch gar nicht. Jetzt, dann kommt er wieder raus. Da hinten kommt ein Objekt. Ja, zwei von uns sind ja schon draufgegangen. Komplett verrissen, aber vom Feinsten. Mann, ich sehe ihn, ich kriege ihn aber nicht ins Ziel, du. So ein Piss. Das Objekt müsste da unten weg, so ein bisschen. Na, da oben kommt irgendwas. Oder wer? Nein. Selbst aus der Distanz kriege ich nicht durch. Das gibt's doch nicht. Jetzt komm. Ich kriege keinen Schaden bei dem rein. Da, das gibt's doch nicht.
Die holen alles weg und ich mache hier gar nichts. Das ist ein AMX da vorne. Siehst du irgendwas bei dir da hinten? Nö, nö. Dann ist der AMX da hinten auch weg. Kommt ein M1 hoch. Bam! Der hat richtig gesessen bei ihm. Und ich sammle daneben. Ey, das gibt's nicht. Moin Moin, Panzeroffizier. Schön, dass ich nicht immer sofort darauf antworte, wenn einer schreibt, aber man ist ja doch etwas konzentriert im Spiel. man will ja doch noch irgendwie versuchen, irgendwas zu erreichen hier. Vor allem, das weiß ich, weil ich immer meine ganzen Einstellungen vergessen habe, für den Chat mal ein bisschen größer zu machen, damit ich auf dem Monitor auch wieder was sehe. Aua. Ja, du siehst nicht gerade gut aus. Aber der ist außer Reichweite. Müsste vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne drücken, aber... Irgendwie haben sie die Kette zerschossen. Und ich bin hier unter Dauerfeuer. Kette repariert, Gott sei Dank. Ich glaube, ich hab ja einfach nur eine scheiß Position. Ah, mich haben sie... hat der Artie erwischt. Von welcher Seite kommen sie jetzt? Okay, viel haben sie ja auch nicht mehr, ne? Nee, die... Wenn die eine Art hier haben, die Art hier steht hinten. Richtig, im Prinzip musst du nur noch vorrücken, mehr nicht. Ja, dann werde ich das jetzt auch tun. Na, da hinten ist der Kleine. Rechts von dir. Haben sie gerade zerstört. Ja. In welche Richtung möchtest du? Hoch, runter, rechts, links kommen? Entscheide dich. Ne, der wird dann... Der wird da hinten bleiben, weil er da in Schutzreichweite von dem anderen ist. Ja. Dann tuckere ich mal langsam mal nach vorne. Das sind auch die einzigen beiden noch, die da hinten sind. Ja, WZ, war das ein Waffenträger? Ja, ne? Ich glaube ja. Ich habe diese Runde gar nichts erreicht bis jetzt. Das ist ja mal richtig peinlich, ey. Hast du denn wenigstens ein paar Treffer gesetzt? Ein paar Treffer habe ich schon. Aber so richtig effektiv was gerissen mit dem Tiger wieder mal nicht, diese Runde. Weil der Tiger... Komm, fahr doch ein Stück nach vorne, Waffenträger. Die zeigen sich aber beide auch nicht so ein bisschen. Kein bisschen. Ja. Nee, die anderen machen jetzt Jagd auf den Waffenträger. Na, 14 Punkte noch. Das ist, da wollen die hinfahren mehr. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Ja, ich würde sagen, die Runde haben wir, ne? Richtig, gewonnen. Ja, aber guckt am besten nicht auf meine Punkte. 918 Punkte gerade mal. Ah. Gut. Boah, bist aber nicht der Letzte. Ja, gut, dass das diese Reise nicht mal einfach wegen, wenn ich letzter werde, dann gibt's einen. Ja. So, ich mache mal kurz den Chat.
Mach kurz ein bisschen größer hier. Für Blinde, nämlich Blindenschrift. So, gut. Ich habe wieder den Tiger. Das Tigerchen. T29. Dieses Jahr wird irgendwie ein lustiges Weihnachten, kann das sein? Ja. Bei Ark gibt es ja jetzt den Weihnachtsraptor. Dann, ich weiß nicht, ob du das gerade im Hintergrund gesehen hast, da fliegt ein Panzerkampfwagen rum mit Rentieren davor. Habe ich nicht gesehen. Ich denke gerade, was ist das denn? Du musst gerade mal genauer hingucken. So, ich bin auf dem Schlachtfeld. Ich mache aber mal eins, den Ton mal ein bisschen lauter hier von dem Spiel. Ah, ist hinten links von mir. Ich hoffe, der Ton wird jetzt besser. Dreh den Ton mal ein bisschen höher. So. Ich hoffe mal, es wird jetzt so anständig. Ich fahre mal hinter dir hinterher. Ja, mach das. Ich möchte wieder den Tiger 2 haben. Ich fand den cool. Da kommt doch schon vieles. Einen kleinen Gena bekommen. Oh, ich bin auf dem Präsentierteller hier. Oh, das war knapp. Bam, den ersten habe ich gekriegt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Du bist da vorne. Oh, die ballern mir hier einen am anderen. Na, du bist doch mitten ganz schön auf freiem Feld da hinten, ne? Ich kann mich nicht bewegen, Moment. Aber ich weiß nicht, von wo die mich schießen. 2% von hinten. Hinten. Und? Weg bist du. Nee, von hinten nicht, von vorne. Ja, vorne stehen zwei, der Waffenträger und noch einer. Und hinten auf dem Berg stehen sie. Das Schlimme ist, ich sehe sie nicht, aber sie sehen mich. Warum, weiß ich auch nicht. Bing! Habe gerade den nächsten gekriegt. Dope. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der hat gesessen. Na, was machst du, Kleiner? Zieht sich allzu mehr zurück. Das gibt's doch nicht. Ich werde es noch mit dem Kot. Die Kanone funktioniert wieder, aber die Visierung stimmt nicht mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich besitze hier einfach nur auf dem Präsentierteller. Das sieht auch im Moment nicht gut aus für uns. Nee. Weil ich sehe da hinten ja so nichts mehr. Hinten fehlt die Aufklärung. Ja. Ah, Hilfe!
Ich werde mich hier nicht bewegen. Drei Live nur noch. Scheibenkleister. Vor allen Dingen, was ich immer lustig finde in dem Spiel jetzt, ne? Die schreiben alle in ihren eigenen Heimatsprachen, ne? Aber keiner kommt auf die Idee, mal auf Englisch zu schreiben, ne? Ja, aber das Spiel ist ja auch Russisch. Ja, aber du bist auf dem EU-Server und nicht auf dem Russischen. Oh, das spielt manchmal keine Rolle so richtig. Na, Mist, das war's. Die andere Möglichkeit hat ja sowieso nicht mehr. Auf der einen Seite war jetzt er und Fritz ist auch in der Rad gekommen. Ja. Ne, da war ja. Naja, nächste Gefecht. So, jetzt darfst du mal eine Stufe vorschlagen. Hast du 6er Arti? Nee, Arti habe ich nur den kleinen davon, also den ich vorhin auch schon gespielt habe. Also die 4er. Arti habe ich nur die 4er. Ich gucke mal kurz, was ich da noch habe. Lux, das war der hier, das war der Aufklärungsscheiß. Wo sind die Artis hier? Die anderen alle. Du wolltest 6 spielen, ne? Ich hab nur gefragt, ob du die 6er hast, Arti, ja. Nee. Aber wir können 4er Arti machen, ich hab die französische Arti noch. Ja, okay, machen wir Arti dann. Machen wir erst mal eine Runde Arti. Weil ansonsten. Die Wespen. Oder wie sie hier im Spiel auch heißen, Selbstfahrerfette. Hetzer, Dings, da, nach da. Alles klar. Danach würde ich nämlich gerne mal Dings spielen, hier eine Runde Jagdpanzer. Da muss ich nur die Klasse sagen. 4. Stuck 3, Ausbaustufe B. Was? 4er Jäger. Da hätte ich den deutschen Durchbruchswagen. 2 schwerer Panzer. Ja. Das würde ja passen. Den habe ich auch noch. Ja, gut. Jagddings erstmal. Wo muss man in der Garage muss ich reingehen? So. Jagd. Was haben wir jetzt gesagt? Die. Da war der Zug. Wo ist der denn jetzt? Also, ich habe jetzt hier die Arti, die 4er drin. Das müsste auch die hier sein. Sturmpanzer 2, ne? Ja. Müsste der sein, ja. Selbstfahrerfette, okay. Genau. Ja, da muss ich gerade mal reinschauen wieder. Weil es schon etwas länger her. Ach, das war eine Niederlage mit meinem Tiger. Genau. Ist aber so ein Pech aber auch. Oh. Ja gut, für die Artis und an letzter Stelle ist auch nicht so schlimm. Die sind meistens ja stärker, die kriegen ja selbst die 2 Stufen höheren kaputt. Ja, da mache ich mir keine Gedanken. Oh. Was denn? Die Karte, oh. Wo positioniere ich mich denn mal? Im Gebüsch. Ich fahre jetzt einfach nur zurück. Das ist ja kein Gebüsch. Oder doch, bei dir ja. Bei mir habe ich noch ein bisschen Gebüsch. Also, nimmst du die Seite, dann nehme ich die andere Seite. Dann weiß ich, wo ich hingehe. Ja, genau. Fahr mich um. So.
Ich stehe. Ja. Wie weit komme ich denn überhaupt? Nach da komme ich. Ach, ist das schön. Ich komme über die gesamte Karte, glaube ich. Ich nicht. Halbzeit. Ja, ich komme auf die ganze Seite. Ja, über die gesamte Karte. Ja, der ist ja nicht gut, der jeder Panzer. Das ist ja das Problem. Ja, da haben wir schon den ersten. Okay. Okay. Hattest du ihn auch im Visier? Ich wollte auch gerade, ja. Ja, der hat gerade rüber geschwenkt. Boom. Zack, das war auch der erste, der uns geschossen hat. Ja, Leute, wenn ihr euch versteckt, ne, und nicht vorrückt, dann können wir die Gegner nicht sehen. Na, der ist außer Reichweite. Bums. Hetzer und ein KV-1S.